Hallo meine Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. So, wir haben jetzt hier die Einweisung bekommen oder eine Ausweisung, keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Auf jeden Fall sind wir jetzt durch hier. Die nächste Gruppe kriegt die Aufgaben zugeteilt, wie putzen, spülen, Klo sauber machen und so. Mir ist ja schon voll ausgelastet hier ja, mit der alle, ganzen... Aber okay. Ne? So machen wir das. Ja, alle. Alles klar. Bis denn, ne? So sieht's aus. Jo, bis denn, ne? Dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag noch, ne? Danke, gleichfalls. Man sieht sich. Tschüss. So, hier der Wachtmeister hat schon die Tatütata an. Achso, hat der auch ein Horn? Sag mal, Klaus? Ja? Hat dein Wagen auch ein Horn? Dass man es gut hört? Ja. Hupe hat er. Ja, die höre ich, aber ich glaube, so weit hört man die nicht, oder? Nee, ich muss erst gucken, weil irgendwas muss ich noch... Ist doch gar nicht ausgebaut, das Ding. Also vom Andi oder was, das war mir klar. Ja, ja, der hat mir, glaube ich, noch nicht alles eingebaut hier. Genau. Hilfe fehlt schon wieder. Funkgerät brauchen wir keinen Zweck. Genau. Nee, irgendwas hat er mir gesagt, das noch nicht funktioniert. Vielleicht ist das wegen einem Steuergerät noch was, weil mir fehlt, glaube ich, noch ein Zusatzdisplay oder sowas. Ah, okay. Ja. Alles klar, naja, dann machen wir mal los, jo. Ne? Ciao, Ieb. Passt, tschüss. So. Meine lieben Freunde, jetzt muss man gucken, dass ich mal zu meinem Hof komme. Wo ist der denn? Hä? Nee. Schade? Hä? Ach, da. Nee, das ist jetzt. Naja, gehen wir hin. So. Meine Mitarbeiterin ist auf eine Schulung. Und ich fahre jetzt mal zur BGA. Da habe ich gesehen, da steht noch so viel Kram rum. Der muss weg. Das fahre ich jetzt zum Anni, der wird das Scheiß verkloppt. Ich wollte ja mit Lenkrad fahren, wurde mir gesagt. Ganz vergessen, dass das wieder geht. Und zwar werden wir da da ist ein Anhänger, der ist zu viel, den werden wir mal wegholen, oder die braucht kein Mensch mehr. Den Tanker würde ich ja sagen, können wir auch wegfahren und verkaufen. Da ist ja noch Gärreste drin, die müsste ich ja so zu mir fahren, ausleeren. Gut, der wäre ja nicht so wichtig, aber der komische Anhänger da, den braucht kein Mensch. Und zwar diesen hier, der muss weg. Der steht auch ein bisschen komisch hier. Ist also zugestellt hier. Und sagt, der ist ja noch was drin. Ja, hallo, Blume? Jo, moin hier. Ja, Andi, servus. Olaf, grüß dich. Das trifft sich gut, aber ich bin auf dem BGA-Gelände.
Ja, okay. Der LKW und das Fass mit Gärresten, das würde ich sagen, können wir ja noch zur Not hier lassen, ne? Ironischerweise hat mich gerade der Herr Uhr angerufen. Okay. Und der hat ist da auch jetzt die Tage vorbeigefahren, hat er gerade gesagt, und hat dort die ganzen Geräte rumstehen sehen. Ja. Und er hatte gefragt, ob man da oder er der Stadt da Geräte abkaufen könnte. Okay. Also ich habe jetzt, ich soll mal sagen, übrig wäre hier, meiner Meinung nach, nur der kummige Anhänger, der Dreiecksanhänger hier, so ein normalen Bauernanhänger, sag ich mal. Der wäre hier übrig. Den LKW würde ich sagen, wenn hier jetzt einer ist und sieht, dass die Gärreste voll sind, muss er nicht unbedingt zu mir runterkommen und da die Gärreste LKW holen, sondern den können wir zur Not hier lassen. Und den, ja, sonst ist nur noch ein Ladewagen hier, gut, den könnt ihr vielleicht haben. Und den Xerion zum Festfahren, ich glaube, den brauchen wir doch eh hier, oder? Radlader? Ich habe dem Herrn U gesagt, wir können ja mal irgendwie, er soll sich mit dir mal kurz schließen. Ich habe gesagt, du hast da den besseren Überblick vielleicht über die Fahrzeuge von der Standort. Genau, ich habe jetzt auf jeden Fall mal vor, den Anhänger hier zu dir zu bringen. Ob ja. er den dann kaufen will oder nicht, da können wir mal gucken. Weil der okay. ist auf jeden Fall über. Also das glaube ich nicht, dass wir den hier brauchen. Ich weiß nicht warum. Was wir damit sollen. Na, dann bring mal her, ich rufe den Herr U nochmal an, der soll mal herkommen. Genau, dann soll man zu dir kommen. Ruf ihn mal selber an, sag er soll mal hochkommen zur BGA, dann kann er sich kurz machen. Nee, er soll zu dir kommen, dann kann er sich den Kram, den Anhänger da angucken. Ja, aber. Ja. Weil die Frage ist jetzt, wenn er das kaufen würde, ne? Ja. Dann würde die Sachen ja beim LU landen und dann könnte er uns die Geräte ja trotzdem zur Verfügung stellen. Da könnte man ja Vertrag mit ihm aushandeln. Dass so. Man sagt, wenn man das braucht. Mhm. Beziehungsweise auch die Weiterbewirtschaftung langsam mal vom LU aus, ne? Das, die Ländereien sowieso, aber hier von denen da kann er nichts gebrauchen für Ländereien, würde ich sagen. Außer den Ladewagen, den kann er mitholen, den braucht kein Mensch hier. Weil, wenn wir wirklich hier, ich sag mal, einfahren. Wie wär's? Wir machen es andersrum. Ja. Ich komme mal hoch mit dem Herrn Uhr. Ja, oder das, genau. Ja. Ich komme mal hoch zur BGA. Genau. Bis gleich. Ja, okay, alles klar. Genau, so ist noch besser. Vielleicht gehen wir zurück. Ups, das kommt zu hart. Ich will noch ein bisschen rückwärts fahren in der Zeit. Da sind sie schon. Da sind sie ja schon. Ah ne, das ist Reno. Ja, schick, hä? Grüß dich. Ja. Ist meine auch schon da, nee, ne? Ja. Echt? Dann wollte ich unter anderem auch anrufen, um dir zu sagen, dass der da ist. Aber haben wir gesagt, wir treffen uns hier. Dann wollte ich dir dein Ziel verraten, dass das gute Stück geliefert wurde. Ja, schick. Dann, ja, guck ich mal. Den wollen wir jetzt ausbleiben hier.
Ja, den hellblauen BMW hast du doch schon, ne? Der steht bei dir, oder? Ja. Den habe ich schon verkauft, ja. Genau, richtig. Genau. Also wie gesagt, der hier Anhänger, weiß ich nicht, was der hier soll. Also das ist absolut Blödsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der Rest ist hier noch hier. Der Ladewagen steht nur noch hier. Den würde ich sagen, könnte LU haben. Macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ja. Der Radlader brauchen wir hier und das hier ist der Fahrzeug, den für feste fahren. Deren würde ich auch gelassen, ja. Ja, und hier sind noch Gewicht und so weiter, aber das ist. Gut, Kehrmaschinen kann man auch hier lassen, für sauber zu machen. Ja. Und das Gewicht, keine Ahnung, was das hier soll. Oder vielleicht fürs Festfahren brauchen wir das vielleicht noch, keine Ahnung. Aber viel mehr ist hier nicht, das war's. Das Gewicht war, glaube ich, von dem. Mahlzeit. Mahlzeit. Grüße. Puh. Oder gehört das noch zum. Ah ne, das gehört zu dem. Zu dem Unimog. Ja, ja, dem Bauunternehmen, das Krempel. Genau, da gehört er hin. Richtig, stimmt. Genau. Ja, Klaus, hier ist nicht viel. Also das Einzige, würde ich sagen, was für dich wär's, wäre der Ladewagen hier. Ja, der Ladewagen, weiß ich nicht, Axerium brauchst du ja sowieso hier zum Schieben, denke ich. Der muss ja eh hier bleiben, ja, vor allem, das ist ja Quatsch. Der Radlader, Radlader auch, ja. Also die zwei Fahrzeuge müssen eh hier bleiben. Das Einzige, was ich jetzt gesagt hätte, was weg könnte, wäre der Anhänger hier, der jetzt an dem MAN hier hängt, der könnte weg. Und den MAN, der hat noch einen Auflieger da hinten. Ja, ja. Das würde ich lassen hier, wenn hier die Gärreste überlaufen würden, dass nicht immer bei mir die LKWs geholt werden müssen, dass wir damit dann die Gärreste zu mir runterbringen können. Ja, kann man machen. Der ist ja bestimmt noch gängig hier, denke ich. Naja, der habe ich gerade hier hingefahren. Der Tanker geht hier. Der steht hier vorne. Nein, ich meinte den LKW, der fährt noch. Ja, ja, klar. Ich bin eben gefahren damit. Ja, ja, klar. Und hier ist auch noch Zeug drin. Der ist ein bisschen mehr wie halb voll. Okay. Das hat mich jetzt aber auch schwer gewundert, dass da überhaupt noch was drin ist. Doch, doch, da ist noch was drin. Ich wollte ihn erst eigentlich verkaufen, aber ich gedacht, ich habe ja auch einen, aber das ist ja Blödsinn, wenn hier das Ding dann voll ist, dann kann derjenige, der hier ist, schmeißt hier einen LKW hin und bringt die Scheiße zu mir runter. Fertig. Mhm. Wenn es ihm mal überlaufen sollte oder so, ne? Ja, ja, klar. Haben wir überhaupt irgendwo noch Silage übrig irgendwo? Niemand, also, nee, ne? Hier für die BGA, ich habe gerade gesehen, in den beiden Silos ist beide leer. Die sind leer, ja, ja, klar. Das ist ja, alles weg. Wir als LU haben ja auch kein einziges Silo. Man müsste mal gucken bei den ganzen Höfen mal, ob die irgendwas vielleicht für uns haben zum Spenden oder so, dass man das mal wieder hier erstmal anwirft. Also ich würde sagen, wir befassen uns mal so schnell wie möglich mit dem Anbau von der Kacke hier. Also ich kann ja, ein Fahrzeug bereitstellen für anzusehen, das wäre kein Problem. Ich weiß gar nicht, eine Sämaschine dafür habe ich jetzt nicht. Ja, die haben wir aber. Für Mais, ne? Wir haben zwei Stück, glaube ich, für Mais. Ja. Aber ich könnte die Gülle. Mit dem LU war das ja mal so, dass wir sozusagen den Auftrag von der Stadt bekommen haben. Ja. Also vom ehemaligen Bürgermeister. Ja. Der hatte mal den Auftrag gegeben und wir haben das hier angesehen. Mhm. Und wir haben dann immer. Ich weiß nicht, wie viel die Abmachung war, aber ich glaube, es waren 50%, was die BGA abschmeißt dann als Lohn. Hat LU bekommen. Genau. Mhm. Und der Rest ist Stadt. Genau. Ja, wie gesagt, also meine Dienste mache ich dann als, wie gesagt, Spende oder so, wenn ich hier, wie jetzt zum Beispiel mein neues Güllefass, wäre ja optimal für hier zu fahren, für zu düngen. Hm. Sag ich mal, für so Sachen. Also als Zubringer und sowas auch, ja, ja. Genau, Zubringer haben wir ja hier dann zur Not, aber ich habe das riesen Güllefass ja auch, da brauchst du nicht viel Zubringer. Ach ja, richtig, doch. Stimmt. Dann ist ja alles hier, die meisten Felder sind alles hier rundherum, die dazugehören, ne? Genau, das sind ja alles die ganzen Maisfelder. Genau. Dass wir zumindest Mais und Gras und so ein Kram, dass wir dann irgendwann mal anfangen, hier wieder die Silos voll zu machen. Vielleicht auch mit Beteiligung von ein paar anderen noch aus dem Dorf. Keine Ahnung, mal gucken. Ja. Wäre meine Idee. Irgendwie wird das schon laufen, denke ich. Genau, meine Mitarbeiterin ist im Moment noch zur Schulung. Sonst hätte ich gesagt, hätte ich die auch hier eingeteilt. Aber ich kann ja schon im Moment eh nicht viel zu tun, sonst kann ich ja schon mal anfangen, wenn du mir irgendwas sagst, was ich machen soll, grubern oder irgendwas güllen oder ich so. Ich habe auch einen Weg nach hierhin gesehen, also die Felder sind ja, weil sie ja länger nicht bewirtschaftet sind, die müssen ja erstmal, denke ich mal, untergefügt werden. Das muss alles klar. Da habe ich einen großen, tiefen Lockerer, da gehe ich damit durch, der zieht das dann wohl um. Genau, und da könnte ich ja danach düngen, oder was? Ja. Also würde ich jetzt, mein Vorschlag wäre jetzt folgender, ich komme mit dem MAN, mit dem Anhänger runter zu dir, Andi, du vertickst den. Ja. Jetzt sei denn hier, Klaus will den haben als, keine Ahnung, was, keine Ahnung. Ja, ich, wie gesagt, den Zubringer kannst du können wir ruhig hier lassen. Haben. Nee, den Anhänger, der hinter meinem MAN hängt. Der Ladewagen, ja. Nein, der Dreiecksanhänger, der Metallteil. Der Dreiecksanhänger, muss ich gucken.
Könnte ich, denke ich, auch gebrauchen, beziehungsweise den Ladewagen ja auch dann. Den Ladewagen ja, aber die Metallteile brauchst du auch, sonst fahre ich ihn zum Andi, der kann er verkaufen. Kann er auch verkaufen, wir haben ja einen kleinen. Ja, okay. Dann bringe ich dir den runter, fahre dann wieder hier hoch zurück, fahre mit meinem Auto nach Hause und in der Zeit bist du eben in Gruber hier, oder? Mit dem Tiefenlager. Also ich muss auch mit dem Auto erst zum Hof noch, da wartet nämlich der Gärtner noch, der wollte mir helfen beim Spritzen ein bisschen. Okay. Ja, dann komme ich hier wieder hoch. Gucken, was er dazu sagt, ob er alles gefunden hat. Oder soll ich mit meinem Traktor zu dir kommen und fahr selber mit dem Tiefenlager hier? Können wir machen, wie wir wollen. Das ist mir kann ich auch egal, machen. Wir haben ja zwei, also wir haben noch einen Flug, normalen. Genau, dann kommst du zu dir den Tiefenlager holen und fertig. Da muss aber viel PS mitbringen, ne? Was hat mein New Holland? Andi, vorne. Knapp 300 irgendwas, oder? In New Holland, der große? Ja. Jetzt muss ich überlegen. Moment, ich guck mal gerade den Katalog. Der war doch 450 PS hat er, glaube ich. Der größte war das, ne? Den es gibt. Soweit ich weiß, musst du für den mit dem Flug 500 haben. Alter Wolf. Wenn ich hier steht doch der Xerion. Ach ja, richtig, hier steht ein Xerion, der hat ja doch. Ja, genau. Nimmst du den Xerion, der hier steht? Das sehen wir dann. Ich fahre das schon mal mit meinem. Oder du kannst auch mit meinem Xerion nehmen, ich glaube, der hängt da sogar noch vor. Oder das? Na gut, da komme ich direkt mit dem Auto zu dir, das geht ja auch. Ja. Okay. Alles klar, dann machen wir das so. Aber gut, meine lieben Freunde, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Däumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Die Nummer steht in der Videobeschreibung. Bis dann, haut rein. Tschüss.